Ja, in welcher Marktphase sind wir denn jetzt? Da gucken wir mal auf Tesla, gucken auf Elon Musk und dann bekommen wir vielleicht eine Ahnung, was da derzeit an den Märkten abläuft. Ungemein symptomatisch gestern das Geschehen um Tesla, aber ein Stück weit auch um Facebook. Und im Einzelnen wollen wir uns das mal anschauen. Ja, er hat gut lachen, der Elon Musk, denn gestern ist die Tesla um 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gestorben, gestiegen, damit jetzt im Club der Billionenunternehmen und das für einen Auftrag, der 4,2 Milliarden beträgt oder das Auftragsvolumen. Herz, dieser einst insolvente Autovermieter, will also 100.000 Autos bestellen und dieser Auftrag im Volumen von 4,2 Milliarden, der bringt also eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden, also Faktor 25, macht natürlich Sinn, ist aber erklärbar auch, dass letztendlich hier ein Gamma-Squeeze der Fall war. Mithin waren da also Leute auf der falschen Seite des Marktes. Dann eröffnete die Aktie von Tesla gleich mit einem Gap. Die hatten praktisch Calls verkauft. Viele mussten dann eindecken, wurden gesqueezed, treten damit als Käufer auf. Und gerade diese Marke von 900 Dollar ist am Optionsmarkt bei Tesla eine ganz wichtige. Da laufen oder da enden viele Optionen jetzt am Freitag. Also da hat es viele richtig erwischt und das zeigt auch diesen massiven Einfluss des Optionsmarktes inzwischen auf den Gesamtmarkt. Im Grunde passiert mehr Volumen in den Optionen als in den Aktien selbst, deswegen darf man das überhaupt nicht unterschätzen. Aber jetzt ist der Elon Musk etwa der, oder würde Elon Musk eine Firma sein, dann hätte er eine Marktkapitalisierung praktisch knapp hinter Nike, also er wäre die Nummer 26 in den USA. Das ist alles ein bisschen schräg, alles ein bisschen krass. Also wir sehen, die Dimensionen verschwimmen hier und wir gucken uns mal etwa diesen Punkt an, den hier ein Kommentator auf Finanzmarktwelt gebracht hat, ja. Also viele müssen ja, wenn sie ein Tesla bestellen, warten, etwa wenn sie ein Model 3 bestellt haben. Aber jetzt soll Tesla dann in der Lage sein, mal eben 100.000 Autos zu produzieren. Wie geht das? Na ja, gut, diese Frage können wir uns später stellen. Er sagt auch hier, normalerweise sind Verkäufe von Anmietwagenfirmen die unprofitabelsten in der Branche. Ja, wo will eigentlich Tesla diese ganzen Autos nehmen? Also das ist schon eine etwas merkwürdige Geschichte, wie aus 400 Milliarden dann 100 Milliarden werden. Aber wie gesagt, Optionsmarkt ist hier ein zentraler Punkt. Aber keiner stellt die Frage, ja, A, wie kann Herz das überhaupt bezahlen, ehemals insolventes Unternehmen? Und B, wann will Tesla überhaupt diese Autos liefern? Wer einen Neuwagen bestellt, Sie kriegen das vielleicht mit, der kann Wartezeiten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Man muss also irgendwie schon Autos aus dem Bestand derzeit kaufen, also wenn man zumindest einigermaßen zeitnah ein Auto haben will. Und dann hatten wir ja gestern auch noch Facebook. Und Facebook hat vor allem, was den Umsatz betrifft und die Guidance, also den Ausblick betrifft, enttäuscht. Die Erwartungen waren ohnehin schon niedrig nach den Snap-Zahlen. Aber die Aktie dann zunächst mal auch deutlich ins Minus gedreht. Aber dann kam die Ankündigung, oh, wir kaufen eigene Aktien zurück im Volumen von 50 Milliarden Dollar. Und bums, die Aktie nach oben gedreht. Na klar, weil dann eben weniger Angebot im Markt ist. Es würde dann also, wenn Facebook die eigenen Aktien zurückkauft, das Angebot an Aktien von Facebook verknappt, was die einzelne Aktie wertvoller macht, was dann auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis der einzelnen Aktien nach oben treibt. Auch das ungemein symptomatisch. Es wird künstlich das Angebot verknappt, sodass die Bewertung dann attraktiver erscheint, als sie faktisch ist. Im Grunde aber ist das ein ganzes Ponzi-Schema, was da abläuft. Mal der Vergleich Tesla mit Facebook. Tesla also mehr als oder nicht mal die Hälfte des Umsatzes beileibe. Nicht den Gewinn, etwa ein Zehntel nur des Gewinns, aber sei es drum, es ist halt wie es ist. Aber auf jeden Fall auch das ziemlich typisch, was gestern mit Facebook oder mit der Aktie von Facebook passiert ist. Jetzt kommen ja die ganz, ganz großen Tickfische. Wir sehen hier mal die Marktkapitalisierungen. Apple knapp 2,5 Billionen. Wir haben dann eine Microsoft, nur ganz wenig dahinter als Nummer 2. Dann kommen Amazon und Alphabet. Amazon schwächelt derzeit ja auffallenderweise. Tesla ist jetzt Nummer 5. Vor Facebook, aber das sind schon mal ja, ein paar Billionchen, die auf die Waage gebracht werden.
Wenn heute etwa Microsoft berichtet, dann werden da schon mal 10%, gut 10% des gesamten Nasdaq 100 bewegt und 6% etwa beim S&P 500. Und viele sagen ja immer, ja, also dieser Markt, der ist ja so resilient, der ist so widerstandsfähig, da passiert ja gar nichts. Aber das ist falsch, denn es sind diese Aktien wie eine Microsoft, wie eine Alphabet, wie eine Apple, die die Märkte oben halten. Denn, wie Liz besonders hier zeigt, wenn man mal genauer hinguckt, dann sieht man, dass 88% aller S&P 500 Firmen mindestens eine Korrektur von 10% erlebt haben. Es sind sogar 91%, im Nasdaq 89% und im Russell 2000 98%. Und der durchschnittliche Drawdown, also der durchschnittliche Rücksetzerbetrug beim S&P oder bei S&P Aktien 18%, beim Nasdaq und beim Russell nochmal deutlich mehr. Also es ist nicht der Gesamtmarkt, der so widerstandsfähig ist, sondern sind die wenigen Aktien bisher, die so widerstandsfähig sind. Umso größer die Bedeutung eben dann der Zahlen jetzt der wirklich Dickfische. Wir sehen hier mal die Market Cap, also die Marktkapitalisierung der Unternehmen, die jetzt diese Woche oder respektive in den nächsten Tagen melden werden. Und wir sehen hier in dieser Woche, da geht es nochmal massiv nach oben. Dann haben wir in der nächsten Woche nochmal was und dann ist das Ding praktisch abgefrühstückt. Wir sehen alleine Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, was die hier ausmachen, das ist natürlich ein ganz anderer Schlag. Wie gesagt, heute Microsoft, hier sehen wir mal auch den Chart von Microsoft, ist gestiegen. Alphabet ganz ähnlich, das waren die beiden Gewinner eigentlich aus den Big Five, deren Aktien richtig gut gelaufen sind, beide 22 Uhr, beides bei Finanzmarkt Welt. Um mal die Dimension ein bisschen klar zu machen, hier die Marktkapitalisierung bei Apple damals noch, das ist schon ein bisschen her, 2,2, inzwischen so sind wir knapp bei 2,5 Billionen, das entspricht in etwa des Vierfachen des gesamten Precious Metal Marktes, also des Edelmetall Marktes. Und jetzt schauen wir uns mal nochmal hier den S&P 500 an oder respektive die Berichtssaison. Da werden also alleine in dieser Woche über 20 Billionen an Marktkapitalisierung berichten, 7 Billionen dann in der nächsten Woche. Also das Ganze wird sich schon in dieser Woche abspielen. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Und die Stimmung ist plötzlich total umgekippt. Aus eher Angst wurde jetzt geradezu Euphorie und Gier. 71 sind wir jetzt. Und wenn wir uns mal den Chart angucken unten, wie also die Veränderung passiert ist, dann sehen wir hier einen ziemlichen Spike nach oben. Also die Euphorie ist schnell eingekehrt und das hat natürlich sehr, sehr gute Gründe. Ist einer der Gründe der, dass Nancy Pelosi gesagt hat, also wir werden eine Steuer für Wohlhabende einführen? Wahrscheinlich nicht. Das ist dem Markt egal. Der wäre früher noch eingeknickt. Jetzt will man keine bösen Nachrichten mehr hören. Wir sehen das auch übrigens in Kanada. Hier der S&P TNX Composite, der jetzt seit 14 Tagen gestiegen ist oder 14 Tage in Folge gestiegen ist, ist die längste Strecke seit 102 Jahren. Also die längste Rallye, die jemals passiert ist. Man hat hier 191 Milliarden an Marktkapitalisierung hinzulegen können in diesen 14 Tagen. Ja gut, das macht eine Tesla fast an einem Tag, gell? Also entspannt euch einmal. Wie ist jetzt aber die Realität? Also jenseits dieser Luftnummer bei den Märkten, dann gucken wir mal hier diese Grafik von Bank of America an. Persistent Inflation hat jetzt mit 96 von 100 ein neues Allzeithoch erreicht. Also seit es diesen Indikator gibt, war die Inflation noch nie so persistent, nicht transitory, sondern persistent, also anhaltend, dauerhaft. Jetzt hat sogar der heilige Elon Musk gesagt, ja, also ich weiß nicht, wie es langfristig aussieht, aber kurzfristig haben wir schon ziemlich starken Inflationsdruck. Und dann auch der Greenspanige, der ehemalige Notenchef Alan Greenspan, hat gesagt, wir werden eine Inflation bekommen, die dauerhaft über 2% ist. Greenspan, ja, der Magier der Märkte, der immer gesagt hat, wenn Sie glauben, mich richtig verstanden zu haben, dann muss ich mich falsch ausgedrückt haben. Und das bringt vielleicht auch eine Haltung auf den Punkt. Kommen wir nochmal zu der Realwirtschaft. Hier sehen wir
Backlogs und Bottlenecks, also praktisch Lieferengpässe, Mangel, Materialmangel etc. in Europa und in die United States. Und in den United States sind die Lieferengpässe noch krasser als hier. Die haben noch nicht diese ganze Energiethematik so wie wir, aber auch da sind die Gaspreise jetzt deutlich nach oben gestiegen. Also in den USA ist das ähnlich. Wir sind hier praktisch im Absturz. Je weiter es hier runter geht, umso länger die Lieferzeiten. Wer einen Neuwagen bestellen will oder ein Handy bestellen will oder einen Laptop bestellen will oder was auch immer, der hat teilweise dann richtig zu warten. Wir sehen hier die verschiedenen Fettindizes. Da gibt es ja Philadelphia Fed und gibt sehr, sehr viele Fettdistrikte, die hier Zahlen berichten oder zum Beispiel auch Lieferzeiten berichten der Unternehmen. Hier sehen wir, da sind wir weiter nach oben gegangen. Wir sehen auch, dass jetzt die Gebrauchtwagenpreise in den USA wieder deutlich anziehen. Neues Allzeithoch jetzt im Oktober. Das war ja zwischenzeitlich mal zurückgegangen. Das sind diese Komponenten, von denen man gesagt hat, ja, die werden sich schon wieder beruhigen. Haben sie kurzfristig auch, aber jetzt springen sie wieder an. Und die strukturellen Inflationsthemen wie Miete, wie Arbeitskräfte, die sind ja weiter vorhanden. Die werden dann erst noch richtig reinschlagen. Kommen wir nochmal zu China, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, HSBC hat jetzt chinesische Aktien aufgestuft auf Overweight von neutral, weil man sagt, die Investoren sind zu pessimistisch. Ja, da ist ja auch einiges passiert in letzter Zeit. Vor allem Property und Bank Stocks sind hier interessant. Blue Chip sind interessant. Jedenfalls sehen wir im Immobiliensektor jetzt der nächste Kandidat, Modern Land. Der hat jetzt eine Zahlung nicht leisten können. Kein sehr großes Unternehmen, aber das nächste Unternehmen, das hier nicht wirklich aus dem Immobiliensektor, das seine Verpflichtungen hat, einhalten können, seine Zahlungsverpflichtungen. Wir sehen jetzt, dass die chinesische Stahlproduktion um 17% gefallen ist im freien Jahr, jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt auch, wie es um den chinesischen Immobilien- und Baumarkt bestellt ist. Und China wird jetzt aktiv vorgehen. Das ist ja das Geniale. Wenn in China irgendwas nicht passt, dann sagt man, du bist schuld und dann wird das Problem schon irgendwie erledigt. Was hier nicht passt, ist eben der Kohlepreis, weil eben China gesagt hat, wir wollen unter allen Umständen alles aufkaufen am Markt, was der Fall ist, dann sind die Preise gestiegen. Jetzt will man die Firmen und die Menschen bestrafen, die angeblich für diese Preissteigerungen verantwortlich sind. Wir sehen jetzt, Kohlefuture in China ist rückläufig und eine sehr wichtige Nachricht aus meiner Sicht, versucht jetzt der Peking hat jetzt entschieden, dass man die Firmen, die seltene Erden produzieren, in Staatseigentum überführen wird, sodass dann 70% der Produktion in China der seltenen Erden, und da ist China ja mit Abstand die Nummer 1, wichtig für die gesamte Hightech-Industrie, diese chinesischen Erden, die sind jetzt weitgehend, nämlich zu 70% unter staatlicher Kontrolle, unter direkter staatlicher Kontrolle, und das könnte auch eine schlechte Nachricht sein für die europäischen Firmen. Wir sehen, dass hier jetzt auch die Europäer und auch die Deutschen so ein bisschen reagieren. Die IFO-Exporterwartungen, die vorhin rausgekommen sind, deutlich gefallen von 20,5 auf 13 in diesem Monat. Warum? Supply Chain Problems, Lieferkettenprobleme. Jetzt betrifft es also auch die Exportindustrie, und wir sehen, dass in China Power Shortages nach wie vor ein Riesenproblem sind, mit der Folge, dass wahrscheinlich hier die Autoproduktion noch weiter rückläufig sein wird, denn Magnesium zum Beispiel, das ist etwas, was die Autoindustrie dringend braucht, beziehungsweise die Aluminiumindustrie, aber die Autoindustrie braucht Aluminium, und wir sehen, dass etwa in den Provinzen Shaanxi, dass da 25 Kohlekraftwerke geschlossen werden mussten, 5 fahren nur noch auf halber Kraft, und hier wird gewarnt seitens von Automobilvertretern, dass das die totale Katastrophe werden kann, die Millionen von Jobs wird kosten können in der Autoindustrie. Wir sehen jetzt übrigens auch, der chinesische Kreditimpuls, der ist richtig runtergeknallt auf ein 10-Jahres-Tief. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt die Frühindikatoren nur noch bei 57% der Länder positiv sind. Im Juli waren es noch 95%. Also wir sehen schon, wie die Wirtschaft sich hier deutlich eingetrübt hat. Jetzt hat Chinas Notenbank wieder mal Liquidität in die Märkte gepumpt. Aber das ist erstmal eine gute Nachricht für die Märkte. Aber die schlechte ist, dass damit indirekt klar wird, dass jetzt praktisch so stückchenweise die Notenbank hier Liquidität in die Märkte pumpt. Dass dadurch klar wird, dass
es eben keine Zinssenkung geben wird in China. Dort ist es nicht eigentlich wie bei uns eine Leitzinssenkung, sondern man senkt die Eigenkapitalanforderungen der Banken für die Vergabe von Krediten. Das wird aber nicht kommen und das ist sozusagen auch etwas, was den Kreditimpuls dann ein bisschen schwächen wird. Was die chinesische Notenbank jetzt macht, ist so ein bisschen die Löcher stopfen, aber das Grundproblem, das wird nicht angegangen oder da will man nicht agieren, genauso wie am Immobilienmarkt, wo man ja jetzt eine Grundsteuer erheben will, was diesen Markt weiter treffen wird. Wenn wir also alles reflektieren, alles summieren, so kommen wir darauf, dass wir absurde Bewertungen haben an vielen Märkten, zumindest bei der Tesla-Aktie, dass wir einen massiven Einfluss der Optionsmärkte haben, die dieses ganze gehebelt nochmal nach oben drehen. Und dass wir auf der anderen Seite eine wirtschaftliche Realität haben, die klar darauf hindeutet, dass die Dinge schwieriger werden in Sachen Produktion, Lieferketten, Materialmangel, all das dürfte sich weiter verschärfen. Und hier hat das zum Beispiel auch jemand festgestellt, wir hatten gestern einen Artikel darüber geschrieben, wir sind bereits in der Stagflation, Experte mit klaren Aussagen und die Antwort ist ja, meine Damen und Herren, dieser Artikel unter dem Video, schauen Sie sich das mal an. Und hier die Bild-Zeitung titelt schon, Regierung lässt uns mit Teuerschock allein, stimmt das? Natürlich nicht, man kümmert sich um uns, meine Damen und Herren. Alles wird gut, die Märkte steigen weiter. Es ist die beste aller Welten. Lesen Sie dann den Artikel. Ich sage jetzt erstmal Servus und ciao.